Ja, hallo und hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich euch herzlich zur neuen Folge von Sparks Challenge begrüßen. Ja, wir haben uns ja in der letzten Folge zur Aufgabe gemacht, in dieser Folge die große Reise anzutreten, weil wir in der letzten Folge erfolgreich unser Schwert zu verzaubert haben und den Enchantment-Tisch da oben fertig bekommen haben. Und das heißt auf gut Deutsch, dass wir noch Pferde, Hunde und so weiter brauchen und uns deswegen jetzt hier auf eine kleine Reise begeben werden, wofür ich erstmal unsere Knochen mitnehme, weil wir brauchen ja einen. Und haben wir eigentlich auch irgendwann mal Slimebots gesammelt? Aber weil theoretisch, wir brauchen ja irgendwie, oder ich glaube, die Pferde, da reicht davon, wir nehmen mal auf jeden Fall die Sättel mit. Weil ich weiß es gerade gar nicht so genau, ob dann ein Sattel für reicht, aber wir haben auch nur einen Sattel. Ja, wir können doch dann einen Sattel anlegen und dann die heimreiten, aber wir können den Sattel auch wieder runternehmen. Wir müssen die ja so gesehen nur einmal in unseren Käfig reinkriegen oder in unseren Zwinger halt und dann halt einmal paaren. Ich denke, da reicht schon erstmal ein Sattel. Nehmen wir nochmal eine goldene Pferderüstung mit, dann haben wir auch wirklich alles. Und ja, Essen würde ich sagen, gucken wir noch das, was da ist und braten wir das auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir auch die Karotten mitnehmen. Nur das, weil ich weiß ja nicht, wie lange wir weg sind. Deswegen würde ich gerne auf jeden Fall alles dabei haben, was geht. Jetzt in dem Fall. Okay, das Brett dann noch. Wir brauchen sowieso noch ein paar Fische für die Katzen. Deswegen würde ich sagen, können wir auch noch mal gerade mal. Obwohl, ich warte mal kurz, bis es fertig gebraten ist. Und dann brate ich noch mal die. Oder mal auch nur eins von, ne? Ja, egal, tun wir dann kurz das rein. Obwohl, wir haben ja eigentlich einen Kugelfisch und einen normalen Fisch. Ist hier noch was vielleicht? Ich weiß es nicht, ob sie die Kugelfische essen, aber auf jeden Fall reizt, wenn wir einen Kugelfisch da drin haben. Sonst so nur, wenn wir ja dann irgendwo in einem Dschungel einen sehen, kann man ja dann auch so noch mal kurz angeln nebenbei. Das lohnt sich eigentlich nicht, nochmal extra abzufahren. Haben wir vielleicht noch Weizen? Nein. 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 Aber das Essen müsste soweit eigentlich reichen. Das reicht locker. So, hier lassen können wir. Oh, upsie. Auf jeden Fall das hier. Ich würde ein bisschen ein Stack Erde mitnehmen zum Bauen. Die Ding ist ganz normal. Das auf jeden Fall auch mitnehmen. Die Angel auch. Hier mal das hier noch Fackeln hin. Hier unser Essen. Wir haben ja nicht viel Essen oder so. Hier gerade solche Sachen zum Fangen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Dam, 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 dam. Ich hätte gern ein bisschen mehr, hier. Wie heißt es, gern ein bisschen mehr? Ich sagen, ich laufe jetzt am besten. Oh, eine Sache sollen wir noch machen, das war eine neue Außenrüstung, sehe ich gerade. Alles? Ja, doch nochmal alles, haben wir alles. Dann haben wir halt alles. Komm. Oh, meine Maus. Ich komm mal ein bisschen. Mein Kabel. Ah, gut, besser. So, dann haben wir auf jeden Fall auch genügend Rüstung dabei. Den machen wir mal hier hin. Und ja, dann steht eigentlich unserem Losziehen nichts mehr im Wege. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen Pferde. Pferde auf jeden Fall, Hund und Katze. Das wären schon mal drei Challenges. Ich gucke aber gerade noch, doch noch mal, wie die heißen. Allgemeine Infos. Hund und Katze, Pferd. Sonst noch irgendwas, was man noch draußen findet? Das haben wir. Das müssen wir noch mal in die Dings. Das haben wir, das haben wir, das haben, brauchen wir. Wir können demnächst mal eine Enderkiste machen. Sollen wir das noch kurz machen? Ja, ich würde schon sagen, oder? Weiß ich nicht, ich brauchte man dafür ein Enderauge und eine Enderperle. Mir wäre es lieber, wenn ich nur eine Enderperle bräuchte, aber ich weiß es natürlich gerade nicht genau. Holz. Da war doch gerade Holz drin. Ich habe es gerade noch kurz gesehen im Augenwinkel. Auf jeden Fall einmal schwimmen. Und jetzt schwimmen. Nein. Schwimmen. Hä? Ich habe gedacht, die ging so, oder war das so? Wartet. Das googeln wir noch kurz. Wann haben wir schon mal eine Challenge vorm Losgehen? Das ist dann auch nicht schlecht. Goggle. Endertruhe. Minecraft. Die craftet man doch so, oder? Sag mir nicht, wir brauchen dafür noch ein.
Okay, ich glaube nicht, dass wir das noch haben. Okay, da brauchen wir Obsidian für, aber da gehen wir jetzt nicht extra los für Obsidian. Truhe, eine Truhe, warum nicht? Also, wir gehen los. In welche Richtung? Wir gehen einfach mal. Obwohl, komm, dann gehen wir los ins wieder Tag, wird es dann auch besser. Dann warten wir noch kurz auf den Tag. Und dann geht's ab. Jetzt ist eigentlich schon zwei. Ah, ne. Egal. Ja, dann gehen wir gleich nach, dann schlafen wir nochmal und dann gehen wir am nächsten Tag los, würde ich sagen. Und an dem gleichen Tag losgehen, finde ich jetzt noch blöd, dann noch durch die Nacht laufen. Ein Bett wollte ich noch mitnehmen, genau. Gut, dass du es sagst, danke. Wenn hier noch sogar noch ein Bett drin, ne? Immer noch ein Bett. Ja, ein Bett. Die Angel können wir gerade mal hoch tun. Die Hacke eigentlich auch. Dann darf am besten mal ein Feuerzeug und gerade das Baumaterial hin. Genau. So. Und dann würde ich sagen, legen wir uns schlafen und am nächsten Tag aufzubrechen und hoffentlich erfolgreich wiederzukehren. Und los geht die große Reise. Ich bin gespannt, wo es uns hin verschlägt. Ich bin gespannt, was oder wem wir begegnen werden. Und vor allem bin ich gespannt, werden wir unser Ziel erreichen oder nicht. Das liegt in den Sternen. Aber wir ziehen jetzt los. Unerschüttert. Unermüdlich. Getrieben von den Challenges, die uns der gute alte Spark aufgetragen hat. Ob wir sie in den nächsten Folgen erreichen können, weiß niemand. Fest steht, wir brauchen, ja, Glück und Freude. Freude brauchen wir immer. Ja, auf jeden Fall wäre es gut, wenn wir einen Dschungel finden. Und ich hoffe, dass die auch Kugelverschleiß haben, ansonsten angeln wir halt da nochmal vor Ort. Vor Ort. Aber ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung und hoffe, dass wir dann auch das finden, was wir dann auch suchen. Wäre toll. Wäre toll. Jetzt sehe ich gerade mal. Aua, er schmeißt mal wie Recken, nicht? Ich denke, das Essen wird auf jeden Fall reichen. Wir haben da ja ein bisschen was von unseren lieben Dingern bekommen. Ein Boot und Holz hätte ich vielleicht. Obwohl ich habe eigentlich eher weniger vor, als würde ich übers Wasser zu gehen, weil. Meh. Also ich würde schon ganz gerne, wenn es geht, auf dem Land bleiben. Aber wenn es nicht geht, dann gehe ich halt auch übers Wasser. Das sieht man dann. Das sieht man dann, was sich dann zeigt, was man denn tun muss. Vor allem, wenn ich durch Wasser gehe und dann Pferde finde, dann müsste ich mit dem Pferd. Pferde! Ich würde gerne aufsteigen. Die werfen mich ja dann zwar schon mal runter. Hallo. Lass mich aufsteigen. Da brauchst du zuerst einen Sattel? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe mal eine Karotte. Karotte? Wie? So ging's doch. Du musst zuerst draufklicken und dann musst du warten. Ob sie dich abwerfen und es wird immer realistischer, dass du drauf bleibst, oder? Soll ich mir das doch mal durchgelesen? Aber das sind schon Pferde oder sind das irgendwie komische Viecher? Aber die sind doch alle weiß, ne? Wart mal eine Sekunde. Weil das habe ich so in Erinnerung. Jetzt wartet. Wie wir bringen das in Erfahrung? So. Suchen Pferde. Wir bringen das in Erfahrung. So. Zähmen. Pferde können gezähmt werden, indem man mit der leeren Hand. Weich. Hat mich runtergeworfen. Bleib ich oben? Es mag mich. Eine Karotte? Okay. Ich lese es nochmal genau durch, aber ich sollte mir den irgendwie merken. Hey, hör auf! Hör auf! Das muss man, glaube ich, so lange machen, bis es. Ja! Herzchen! Tja.
Wir haben es gezähmt. So, jetzt warte mal eine Sekunde halt. Muss ich eh drauf drücken? Nee. So können wir jetzt nicht reiten. Ach, okay. Sattel. Und das da. Und dann bringen wir dich erstmal direkt nach Hause. Ja. Das ging schneller als erwartet. Ja, doch. Aber ja, geil. Haben wir schon mal die Challenge auf jeden Fall. Ich find's gut. Dann holen wir gleich nochmal eins. Dann lassen wir die ficken. Dann haben wir schon mal alle Tiere gezählt. Und wir brauchen davon noch einen Huhn auf jeden Fall. Und ja. Aber läuft bei uns. Läuft bei uns. Könnte nicht besser laufen. Ne, ne. So, jetzt hier vorsichtig runter. Ich finde, dass du dich verletzt. Perfekt. Dam, dam, dam. Und pfui. Hui. Ja, so macht das Spaß. Ich hoffe, wir laufen noch richtig. Ja, doch, Brückenballer müsste passen. Ich wollte nicht durch Wasser, aber es geht nicht anders. Halt, ich muss das Stick drücken. Upsi. Okay, es ist hier ein bisschen blöd, weil wegen... Muss ich nicht hier durch? Warte, ich helfe dir. Mach dir den Weg frei, los! Jetzt vielleicht auch hier unten. Wenn wir schon die Erschaffung dabei haben, dann benutzt man sie auch, oder? Ich steuere gerade so ein bisschen ungünstig durch, fällt mir mal so auf. Höher! Höher! Ah, nee. So, so. Jetzt vielleicht? Ach, das noch, ne? Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat er. So. Hier hoch. Und jetzt müsste ja nicht gleich das. Ja, ich weiß es nicht. Ob es schon das sogar schon fast ein Steinbiom ist, aber. Ja, wir sind zu Hause. Yay, Pferdi! Ferdinand. Da musste ich gerade anders denken. Egal. So, dein neues Zuhause. Ich hoffe, dir gefällt es hier. Oh ne, warte eine Sekunde. Bevor noch mehr Kühe rauslaufen, so. Halt, stopp. Halt, ich wollte das, das, das. Und wieder absteigen. So, ich hole dann schon mal die nächsten. Haben wir noch zwei Kühe? Gut. Wir brauchen, wir nicht noch zwei Schweine? Oh, hallo. Willst du noch mehr brennen? Noch mehr brennen? Hä, wo sind denn unsere zwei Schweine? Ach da, gut. Aber die sollten wir vielleicht mal züchten, eine Runde. Du, was ist, haben wir sie nicht gezüchtet? Das ist ja das Wichtige. Bevor ich jetzt das letzte Pferd hole, mache, oder brauchen wir Hühner eigentlich für? Ich glaube schon, ne? Pferd, Kuh, Schweine, Hühner, Schafe. Okay. Dann holen wir nämlich nochmal ganz kurz Hühnerles und dann holen wir noch ein anderes Pferd und dann. Jo, geht die nächste Reise bestimmt doch ein bisschen weiter dann. Das habe ich aber auch nicht erwartet, dass wir es so schnell schaffen. Ja, das muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Ich bin selber ein bisschen baff gerade. Schweine, Schweine. Komm, es wäre cool, wenn wir die in der Folge noch kriegen, die Hühner. Haben Oktopusse schon immer verschiedene Farben gehabt? Die Musik passt gerade voll dazu, wenn sie jetzt noch irgendwie so eine epische Wassertanzshow aufführen würden, würde die Musik voll dazu passen. Was ist denn das für eine Musik? Keine Ahnung. Bei mir hat nicht jedes Stück einen Namen, müsst ihr wissen. Manche heißen einfach Media und dann T irgendwas. Bei denen eigentlich alle mal mit einem Programm runtergeladen, wo es die Namen nicht mehr richtig anzeigen konnte. Aber jetzt komm, ich habe hier doch früher mal ganz viele Hühner gesehen. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir das dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall cool, dass wir in der Folge schon mal Pferde gefunden haben. Richtig geil, das heißt, dass wir bald schon mal noch mal eine Challenge haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal Eisen- und Schneegolem machen, ist mir gerade so eingefallen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von dieser Folge. Wir sind viel weitergekommen. Link zur ersten Folge und zur Playlist findet ihr unten in der Beschreibung. Ich sag's mal, das war's. Ciao, wir sehen uns dann am Sonntag wieder, wenn es da ist. Sparks Challenge. Danke fürs Zuschauen und tschüss.